Willkommen bei einem weiteren Video zum elektrischen Feld. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ein Coulomb-Integral berechnet. Das Coulomb-Integral ist quasi die Erweiterung der Berechnung von Kraft auf Ladung oder Kraft einer Ladung. In diesem Fall haben wir wieder eine Ladung, diesmal keine Punktladung, sondern eine Ladungsanordnung. Das seht ihr hier in Rot links als Linienladung mit der Linienladungsdichte Lambda. Und wir haben wieder einen Aufpunkt. Der Aufpunkt war bei Kraftaufladung immer ein Ladungsträger, eine Punktladung. In diesem Fall ist es einfach nur ein mit blauem X markierter Punkt P. Deshalb berechnen wir jetzt auch keine Kraft, denn Kraft ist ja immer E, also F ist gleich E mal das Q des Aufpunktes. Da wir hier gar keine Ladung haben, berechnen wir jetzt nur E. Aber sonst gibt es da gar keinen großen Unterschied. Wenn ihr euch jetzt rechts die Formel anguckt, dann seht ihr, das E-Feld ist 1 durch 4 Pi Epsilon mal das Integral dQ durch A Quadrat mal EA. Wenn ihr das vergleicht mit der Formel für E-Feld einer Punktladung, also genau die Formel, die wir schon angewendet haben bei dem anderen Video, dann ist die gar nicht so verschieden. Hier ist auch 1 durch 4 Pi Epsilon, Q durch A Quadrat mal EA. Der einzige Unterschied ist quasi hier oben das Integral dQ statt einfach nur Q. Das heißt, unsere Ladungsanordnung ist jetzt etwas komplizierter, etwas abstrakter und deswegen müssen wir darüber integrieren und können nicht davon ausgehen, dass sie einfach die Ladung Q trägt. Wir müssen jetzt, wenn wir die Formel anwenden wollen, alle unbekannten Einheiten bestimmen. In dem Fall brauchen wir einmal dQ. dQ ist jetzt unsere Ladung Q, quasi die Summe der Ladung, über die wir dann später integrieren. Die Ladungsanordnung, zeichnerisch, ist hier in Rot die Linienladung von plus 3 bis minus 3. Die Linienladungsdichte ist Lambda. Lambda besagt also, wie viel Coulomb pro Meter auf dieser Linienladung sind. Beispielsweise. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com